Herzlich willkommen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. Heute wollen wir mal überlegen, wie man eine Lagerstätte erschließt. Und wir werden sehen, dass man dazu mehrere Bohrungsarten braucht. Die Geologen suchen ja am Anfang nach Strukturen, wo Öl oder Gas enthalten sein könnte. Wir haben uns hier mal so eine Struktur aufgebaut für unser Experiment. Und nun ist die Frage, gibt es in dieser Struktur eine Lagerstätte oder nicht? Also ist in den Poren des Gesteins Öl oder Gas vorhanden oder eben nicht? Und das wollen wir jetzt an unserer Modelllagerstätte einfach mal probieren. Um herauszufinden, ob es eine Lagerstätte ist oder nicht, müssen wir eine Probebohrung anlegen. Das machen wir am besten in der Mitte der Lagerstätte. Und hier bohren wir rein in die Struktur und gewinnen einen Kern, den wir dann nach oben ziehen. Und siehe da, dieser Kern ist tatsächlich schwarz. Es ist also so ein Kern. Wir haben eine Kohlenwasserstofflagerstätte gefunden. Juhu! So, und jetzt ist natürlich sofort die Frage, ob das eine gute Lagerstätte ist. Lohnt es sich zu produzieren oder nicht? Und um das festzustellen, müssen wir weitere Proben aus der Lagerstätte gewinnen. Diese Bohrungen nennt man Bestätigungsbohrungen. Ich werde jetzt also einfach mal hier eine Bestätigungsbohrung anlegen und wieder einen Kern gewinnen. Und siehe da, aha, das sieht schon ein kleines bisschen anders aus. Hier ist es immer noch ein bisschen schwarz unten, aber es ist schon viel weniger vorhanden. Aber ich weiß noch nicht genau, wie die Lagerstätte aussieht, deswegen bohre ich jetzt noch weiter und hoffe, dass ich auch hier Informationen über die Lagerstätte kriege. Okay, ein dünner Streifen Kohlenwasserstoffe. Auf der Seite ist offensichtlich nicht so viel zu holen. Versuchen wir es mal auf dieser Seite. Und hoffentlich kriegen wir hier auch einen Kern an die Oberfläche. Ja, okay, das können wir so akzeptieren. Wir sehen schon, man braucht also eine ganze Menge Bestätigungsbohrungen, um so eine Lagerstätte zu bewerten. Und jetzt versuche ich einfach mal hier ein Modell der Lagerstätte zu entwerfen. Wie sieht denn die ölführende Schicht hier aus? Na gut, die könnte ungefähr noch ein bisschen so aussehen. Oder hier geht es ein bisschen höher. So könnte die Lagerstätte aussehen. Also das Schwarze hier könnte das Öl und Gas sein. Und anhand dieses Lagerstättenmodells kann ich mir nun überlegen, wie ich eine Produktionsbohrung anlegen würde. In diesem Fall würde ich vielleicht hier einfach mal runterbohren und hier in dieser Richtung eine Produktionsbohrung anlegen. Wie gut mein Lagerstättenmodell ist, kann ich allerdings noch nicht beurteilen. Ich habe ja nur Stichproben aus der Lagerstätte genommen. Wir wollen mal überprüfen, ob unser Modell gut geworden ist, indem wir jetzt einfach mal unsere Lagerstätte durchschneiden und diesen Teil entfernen. Und jetzt können wir mal gucken, wie gut unser Modell gewesen ist. Naja, so schlecht sieht es gar nicht aus. Wir hätten also schon ganz gut auf dieser Basis Produktionsbohrungen planen können. Ja, insgesamt ist es aber ein sehr komplexer Vorgang. Und wer das ganz genau wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!